Immer am Montagabend öffnet das Gemeindehaus St. Johannes in Tübingen seine Türen für Flüchtlinge. Warum, das erklärt Bernward Hecke. Coffee to Stay ist ein Asylverfahrensberatungscafé. Das heißt, wir sind Januar 2016 gestartet, einfach um ein Angebot zu machen für Geflüchtete, dass sie sich informieren können bezüglich ihres Asylverfahrens. Und zwar, was wichtig ist zu beachten, wie sie sich darauf vorbereiten können, auf bestimmte Anhörungen und so weiter. Ehrenamtlich sind sehr unterschiedliche Personen tätig. Der allergrößte Teil, das sind aber Juristen, also pensionierte Richter. Pensionierte Rechtsanwälte, Jurastudierende, die eben sich für Geflüchtete einsetzen wollen, die dann auch nochmal eine spezielle Ausbildung bekommen haben und die dann sich eben hier jetzt engagieren. Dazu kommt als Ehrenamtliche das Kaffeeteam, weil wir eben wirklich auch einen Kaffeebetrieb machen, wo es eben Ehrenamtliche gibt, die sich dort in dem Bereich engagieren. Und wir haben Übersetzer, wobei die Übersetzer ein Honorar bekommen. Alle anderen sind komplett ehrenamtlich, die Übersetzer, die bekommen ein Honorar. Das Angebot wird von den Menschen wahrgenommen. Eine, die immer mit dabei ist, ist die Jurastudentin Pauline Hachenberg. Neben der konkreten Hilfe für Flüchtlinge schätzt sie an ihrer Mitarbeit im Asylberatungscafé einen Aspekt sehr konkret. Also ich glaube, dass für mich persönlich die Arbeit hier auf jeden Fall voll viele Vorteile bringt, vor allem eben der Praxisaspekt, weil ich als Jurastudentin einfach sehr, sehr viele Vorlesungen habe. Ich habe Fallbesprechungen und es ist immer Frontalunterricht quasi. Und wir lernen es halt nie kennen, wie man tatsächlich mit Menschen Jura macht, also wie man am Ende arbeiten wird. Und weil die meisten juristischen Berufe ja am Ende was mit Menschen zu tun haben, aber wir fast gar keine Referate oder irgendwie Interaktionen im Studium haben, bringt die Arbeit hier insofern voll viel, wenn man einfach lernt, mit Menschen umzugehen. Man lernt, andere zu beraten, wie man kommuniziert, wie man die Arbeit vermittelt. Und das macht viel Spaß. Favor und Lucky sind mit ihrer Mutter Patience ins Coffee to Stay nach Tübingen gekommen. Aus Nigeria kam die junge Mutter 2012 über Italien nach Deutschland. Und heute braucht sie einen Rat im Coffee to Stay. I have some issue concerning my document. So I came to, because I have been worrying about it, so I came for them to seek for some advice. Yeah. Yeah, I got now. I'm a little bit relaxed because they were able to answer it for me. Egal, ob es große oder kleine Probleme sind. Im Tübinger Coffee to Stay versucht man allen Menschen zu helfen.